Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Tanja Di Mauro. Ich bin Hörakustikmeisterin im Rhein-Main-Gebiet und ich möchte heute über die Möglichkeiten der Tinnitusversorgung beim Hörgeräteakustiker berichten und hoffe, ich kann Ihnen da vielleicht ein bisschen im Alltag auch dann helfen. Ja, erstmal die Frage, was ist überhaupt ein Tinnitus? Im Grunde genommen ist ein Tinnitus jedes Geräusch, welches man hört, ohne dass eben ein äußeres Geräusch erzeugt wird, was man wahrnimmt und was quasi als Sinuston wahrgenommen werden kann, als Melodie, als Rauschen, also jegliche Art von Geräusch, welches nicht mehr aufhört. Manchmal hat man ja im Gespräch dann auch Menschen, die sagen, ja, ich habe ab und an mal ein Geräusch, das ist aber kein Tinnitus. Also wenn es ab und an mal vorkommt, dann muss man da auch nichts machen. Wenn es jedoch ein durchgehendes Geräusch ist, dann muss man etwas machen, insbesondere dann, wenn es dann ein chronischer Tinnitus ist, der eben auch schon seit länger als 3 Monaten vorhanden ist. Ja, wie misst man denn eigentlich einen Tinnitus? Also welche Möglichkeiten gibt es, wenn jemand berichtet, dass er einen Tinnitus hat und das auch eben vordergründig ist, dann kann man sich erst einmal das Tonaudiogramm anschauen und meist im Bereich der Senke weiß man dann oft, ah, okay, in diesem Bereich müsste der Tinnitus auch liegen. Man kann das dann auch erfragen, das ist die eine Möglichkeit. Und wenn es jetzt jedoch außerhalb des normalen Messbereiches liegt, kann man dies auch mit Frequenzgeneratoren messen. Also wir nutzen da eine App mit einem kalibrierten Kopfhörer und wo man dann auch wirklich vergleichen kann, welches Geräusch ähnelt jetzt sozusagen Ihrem Tinnitus. Man spielt es dann ab und zwischendurch muss man jedoch auch dieses Geräusch dann auch mal ausschalten, damit er seinen eigenen Tinnitus wieder wahrnimmt und dann vergleicht man das. Und so kann man dann wirklich ganz langsam herausfinden, in welchem Frequenzbereich liegt der Tinnitus, vorausgesetzt, das ist eben ein Sinuston und kein Rauschen oder eine andere Melodie. Aber das kann man dann damit dann wirklich recht gut herausfinden. Die Möglichkeiten der Versorgung bei Tinnitus mit Hörverlust, da gibt es im Grunde genommen einfache Möglichkeiten. In erster Linie kommen ja die Kunden zu uns und sagen, sie haben einen Tinnitus und bemerken ihren Hörverlust gar nicht. Also wir stellen dann oft bei den Messungen fest, da liegt auch eine Hörminderung vor und das ist den Kunden in dem Moment auch oft gar nicht bewusst, weil sie ja in erster Linie wegen ihrem Tinnitus bei uns sind. Deshalb ist das Erste, was man eigentlich macht, dass man wirklich die Hörminderung versorgt, um wieder abzulenken von dem eigentlichen Geräusch. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, immer beidseitig zu versorgen. Also dann nicht nur das Ohr, wo der Tinnitus wahrgenommen wird, weil das ist ja in der Regel immer dann die schlechtere Seite, sondern eben auch beidseitig, weil es sonst einfach vorkommen kann, dass der Tinnitus auf das andere Ohr überspringt. Und das wollen wir natürlich verhindern, dass es wirklich eben abgelenkt wird von beiden Seiten. Ich empfehle im Grunde genommen dann auch mit Ex-Hörersystemen zu arbeiten und auch, wenn möglich, eine offene Versorgung, damit der Gehörgang auch frei bleibt und dass man dann eben auch mit Systemen arbeitet, die vielleicht mit eine Bluetooth-Verbindung auch haben. Weil oftmals können zwar die Systeme Tinnitus-Noiser einstellen, das heißt, man kann über die App dann auch sozusagen verschiedene Geräusche dann auch abspielen. Das kann ein Rauschen sein, ein weißes Rauschen, ein rosa Rauschen, das kann ein Wasserfall sein. Es gibt auch Systeme, die Zen-Klänge haben, also da gibt es ja verschiedene Arten und moderne Hörsysteme bieten ja auch vieles. Man muss dann einfach nur die Noiser-Funktion eben zuschalten und dann sucht man sich mit dem Kunden zusammen ein Geräusch raus, was für ihn angenehm ist und was er vielleicht auch mit was angenehm assoziieren kann, also ein Windrauschen oder ein Meeresrauschen. Es darf auf gar keinen Fall ein Geräusch sein, was ihn belastet und das Geräusch sollte nicht lauter sein als sein eigentlicher Tinnitus. Das heißt, im Grunde genommen stellt man es wirklich dann so ein, dass das Geräusch entweder gleich laut ist oder leiser wahrnehmbar ist als das eigentliche Geräusch. Und dass es eben ein angenehmes Geräusch auch ist. Schön ist es natürlich mittlerweile, dass man auch über Apps sich dann sozusagen Naturgeräusche abspielen kann. Das geht ja über die Bluetooth-Verbindung. Und dann kann sich wirklich der Kunde dann das raussuchen, was er toll findet, was er angenehm findet, was ihn gut ablenkt und wo dann wirklich der Tinnitus weniger wahrgenommen wird.
In Ruhesituationen empfehle ich es dann sozusagen dann auch, dass man den Noiser zuschaltet. Das heißt, tagsüber kann man dann einfach mit der Hörverstärkung arbeiten, dass über natürliche Geräusche dann sozusagen das Ohrgeräusch verdeckt wird. Und in Ruhesituationen, also wenn ihr jetzt sagt, ich habe Probleme beim Einschlafen oder es ist jemand, der einen Bürojob hat, wo es sehr, sehr ruhig ist, dass man dann eben ein zweites Programm zuschaltet mit dieser Noiser-Funktion und damit dann sozusagen auch das Ohrgeräusch dann eben verdeckt wird bzw. in den Hintergrund gerückt wird. Ja, die Möglichkeiten der Versorgung bei Tinnitus ohne Hörverlust. Also hier sollte man wirklich auch erstmal sehen, ist auch wirklich kein Hörverlust vorhanden, denn in 80% der Fälle ist wirklich eine Hörminderung da und man sollte dann auch im Hochtonbereich wirklich schauen, ist da nicht vielleicht eine kleine Senke, die man in dem Fall vielleicht dann ausgleichen sollte. Wenn das nicht vorliegt, dann arbeitet man eben nur mit Noisern. Das sind dann kleine Hinterohrsysteme oder auch solche Konchersysteme, die nur im Gehörgang getragen werden und die dann eben ein Rauschen erzeugen. Auch hier sucht man sich wieder ein Rauschen raus, welches angenehm empfunden wird und welches nicht belastet, weil derjenige will nicht jetzt noch ein Geräusch, was er jetzt noch zusätzlich hört, sondern er möchte eine Entlastung haben, er möchte eine Ablenkung haben. Und auch hier stellt man es so ein, dass eben das Geräusch auf gar keinen Fall lauter ist als der eigene Tinnitus, eher leiser wahrgenommen wird und im Hintergrund. Und was eben auch ein wichtiger Punkt ist, dass es eben auch selbst einstellbar ist. Was ich jetzt auch schon erst vor 2 Wochen gemacht habe, auch eine Dame, die jetzt selbst keinen Hörverlust hatte, die aber keins dieser Geräusche als angenehm empfunden hat, da habe ich jetzt wirklich ein moderneres System auch wieder mit einer Bluetooth-Anbindung genommen. Und da haben wir natürlich eine Vielzahl von Geräuschen, die wir dann nutzen können. Und dann hat sie sich einfach Geräusche rausgesucht, gerade abends oder eben in Ruhesituationen, die sie als angenehm empfunden hat und hat die dann abgespielt. Auch hier wichtig, dass man eben wirklich dem Kunden auch sagt, bitte nicht lauter stellen, wenn man es zu laut stellt. Weil es gibt einige Kunden, die dann sagen, ach, ich will es ja jetzt verdecken und das soll man auf gar keinen Fall. Man soll es wirklich im Hintergrund laufen lassen, denn wenn es zu laut wird, kann der Tinnitus lauter werden und das wollen wir natürlich verhindern. Wir wollen ja, dass er weniger wahrgenommen wird und nicht mehr. Und die Ablenkung ist immer das Wichtigste, das heißt, man sucht sich dann wirklich das Geräusch raus, was man dann eben am angenehmsten empfindet. Ja, die Möglichkeiten der Versorgung bei Hyperakusis und Tinnitus. Also es kommt ja sehr, sehr häufig vor, dass bei einem Tinnitus auch eine Hyperakusis vorliegt. Und das merkt man immer recht schnell. Also das sind oft Menschen, die sehr zerschreckhaft sind, sehr ängstlich, so zurückgezogen und die wirklich bei jedem kleinsten Geräusch zusammenschrecken. Ich habe auch schon Kunden, die gar nicht zu mir gekommen sind wegen der Hyperakusis oder wegen des Tinnitus, sondern die mit einem Rezept zu mir kamen bezüglich eines Gehörschutzes und sagten, ich hätte gerne einen Gehörschutz. Und erst im Gespräch habe ich dann festgestellt, hier geht es eigentlich wirklich um Hyperakusis. Und das ist dann mit einem Gehörschutz überhaupt nicht auszugleichen. Ganz im Gegenteil, es ist dann eher die schlechte Versorgung. Und deshalb ist es wirklich dann sinnvoll, da dann auch in die Beratung zu gehen und dann auch zu sagen, es gibt da eben auch andere Möglichkeiten. Und die Möglichkeit ist die, dass man im Grunde genommen genauso versorgt wie mit einem Tinnitus-Noiser. Das heißt, man hat einen Rauschgenerator, der eben ein Rauschen erzeugt, der im Hintergrund eben das Rauschen erzeugt. Und auch hier sucht man sich wieder ein Geräusch, welches angenehm empfunden wird, nicht als belastend. Also gerade bei Hyperakusis, die Menschen sind sehr ängstlich und jegliches Geräusch, was noch hinzukommt, wird erstmal als belastend empfunden. Da muss man ganz behutsam vorgehen, stellt es wirklich ganz leise ein. Viele Gespräche sind da auch wichtig, dass man wirklich dann auch diesem Kunden dann auch die Angst nimmt und sagt, keine Angst, es wird jetzt nicht ihr Ohr geschädigt, weil das sind immer die Ängste, die dann auch vorhanden sind. Also wirklich auch da behutsam vorgehen, dem Kunden auch zeigen, wie man wirklich das Rauschen selbst dann auch leiser stellen kann und wirklich auch eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen, dass man auch wirklich sagt, bitte tragen, dass es dauerhaft getragen wird und immer im Hintergrund hörbar ist und dass es nicht rausgenommen wird. Und zum Thema Gehörschutz nochmal. Gehörschutz kann man zwar fertigen, aber dann wirklich nur in Situationen sollte es dann getragen werden, wenn es sehr, sehr laut ist. Also wenn man jetzt mal in eine Disco geht oder Konzerte, was ja jetzt gerade sowieso ein bisschen schwierig ist. Aber falls es doch mal wieder sein sollte, dann kann man das natürlich tragen, aber dann auch nur für diese Zeit. Und dann sollte der Gehörschutz auch wirklich wieder entfernt werden, damit die Hyperakusis nicht stärker wird.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist das Hörtraining bei Tinnitus. Hörtraining, ich selbst bin Audiotherapeutin und wir verbinden sehr gerne die Tinnitus-Anpassung mit dem Hörtraining. Denn ich persönlich finde auch, dass quasi der Noise, also quasi die Hardware, nur zweitrangig ist. Also Gespräche sind ganz, ganz wichtig bei Tinnitus-Patienten, quasi auch zu erklären, was muss gemacht werden, damit man eben gut mit dem Tinnitus umgeht. Ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auch den Kunden gut aufklärt und ihm dann auch sagt oder auch wirklich reelle Chancen gibt und sagt, okay, man kann etwas tun gegen den Tinnitus, er wird nicht weggehen, aber wir werden das so hinbekommen, dass sie es als nicht mehr belastend empfinden werden. Also das ist ganz, ganz wichtig. Die Kunden kommen in erster Linie zu uns, weil sie ja eigentlich den Tinnitus nicht mehr hören möchten. Ja, das ist oft nicht möglich, also bei mir ist es leider noch nicht vorgekommen, aber wir bekommen es in der Regel sehr gut hin, dass es nicht mehr als belastend empfunden wird und dass man das auch wirklich als Aufklärung macht, eben in Verbindung auch mit dem Hörtraining und dann hat man eigentlich die besten Chancen. Ein weiterer Punkt ist auch, wenn wirklich Menschen vor uns sind, die sehr belastet sind mit dem Tinnitus, dass man auch wirklich die Selbsthilfegruppen empfiehlt oder auch dann auch empfiehlt, dass man eine Reha macht, weil das dann in vielen Fällen oft wirklich dann auch helfen kann. Ja, dann haben wir noch den letzten Punkt. Genau, das war's. Die Möglichkeiten der Versorgung bei einseitiger Taubheit. Also wenn jemand zu mir kommt, der auf einer Seite quasi taub ist oder mit einem Hörsystem nicht mehr versorgbar, dann muss man erstmal mit den Achseln zucken und sagen, ja, was machen wir da? Ja, Noiser ist schwierig, Hörgerät können wir nicht machen. Da gibt es schon trotzdem Lösungen und zwar empfehle ich dann die CI-Versorgung. Also letztlich müssen wir auch hier einfach schauen, dass wir das Ohr wieder hörend bekommen. Natürlich muss das erstmal getestet werden, ob ein CI, ein Cochlea-Implantat überhaupt möglich ist. Aber die Beratung sollte in diese Richtung gehen und einerseits hilft man natürlich dem Menschen, dass er wieder hören kann und andererseits wird eben durch das Wiederhören man vom Tinnitus abgelenkt und das ist immer die allerbeste Möglichkeit und wenn man trotz des Cochlea-Implantates eben auch noch das Ohrgeräusch als störend empfindet, gerade in Ruhesituationen, kann man auch hier über eine App, quasi über Bluetooth-Verbindung, auch hier Rauschgeneratoren draufspielen. Das heißt, man kann eben bei modernen Cochlea-Implantaten wirklich dann auch per Bluetooth-Verbindung das Ganze dann koppeln und kann sich dann eben Geräusche raussuchen, die man angenehm empfindet. Also auch hier gibt es Möglichkeiten und da kann später auch sicher Herr Dr. C. noch ein bisschen mehr darüber berichten. Ja, dann erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, Zuschauen und vielleicht können Sie ja ein paar Tipps nutzen und können es auch dann in der Praxis dann auch direkt ausüben. Vielen Dank.